Automobil für mich ist eine richtige große Wort. Ja, Auto ist für mich heute noch Nummer eins. Ohne Auto können wir gar nichts machen. Ohne Auto kannst du nicht zur Arbeit gehen. Ja, Auto ist alles. Transport, ja, zum Beispiel bei uns in Afrika, wir haben Probleme mit dem Transport. Für Nahrung zu transportieren hin und her ohne Auto, das wäre für uns wirklich schwer, schwer. Auto für jeder in dieser Welt. Auto ist Nummer eins in dieser Welt. Auto ist, sag mal, ein Auto, wenn man laufen lassen, die Geräusch, wie Klang. Und Auto macht wirklich Spaß. Ja, zum Beispiel, wo ich klein war, wo ich klein war, ich bin richtiger Autofanatiker. Und ich habe gesagt, wenn ich groß bin, dann werde ich Automechaniker. Und Auto ist für mich wirklich, wenn man Auto laufen lasse, vorbei, der Klang und wieder aussehen. Auto macht schon Freude. Ja, mein Auto ist etwas, wo Freude macht. Ja, Auto bei uns in Ghana ist noch Prestige. Sogar Fahrrad, ja, ist noch bei uns noch Prestige. Ludwigshafen, Mannheim, ja, wir sind Kurpfälzer, sagen wir, ja. Und Auto ist im T6 erfunden worden, ja. Ich habe viel gelesen von Karl Benz, ja. Und ich bin ganz stolz, dass ich lebe in einem Ort, wo Auto gefunden. Ja, ich habe gelesen in der Zeitung und habe ich gesagt, oh, die machen viele Sachen. Oh, sie sind am Ball, ja. Und ich habe sehr gut erfunden, ja, weil Veranstaltung, Kinder lernen viel von Veranstaltungen. Ja, und ich habe gelesen und habe mich gefreut. Ich erwarte viel Show und Auto bringt viel Wirtschaft. Ja, und Auto bringt viel. Ja, bringt alles wirtschaftlich und Arbeit. Ja, und das Auto ist sowieso Nummer eins, ja, und der bringt alles, ja, die ganze Wirtschaft und alles. Ohne Auto braucht man nicht drüber zu reden, ja. Und es ist gut, was Mannheim momentan bereit zu machen, und ich finde es sehr gut. Ich fahre Mercedes. Meine Lieblingsmarke ist Mercedes. Mercedes ist es ist sowieso Nummer eins, ja. Und Mercedes ist Nummer eins. Ja, braucht man nicht zu sagen.